So, Klick auf, liebe Modellbahnfreunde. Ich muss mich mal ein bisschen klein machen, damit ihr mich auch seht. Ich habe heute wieder mal ein Thema zur Modellbahn. Es kamen nämlich die Club-Modelle vom TT-Club. Und das sind zum einen dieser wunderschöne Kesselwagen in Epoche 2. Der kommt in meinen Museumszug. Und dann die 52, 66, 66, Gruppen 6 genannt, mit Steifrahmentender als Museumslok. So gab es die im Betriebsdienst nicht. Jedenfalls nicht diese Nummer. Ja, und jetzt habe ich mir erst einmal den Tender angeguckt. Und der ist sehr schwer. Zurüsten muss man auch was. Ringgriff, Leiter und Kuppelhaken, Bremsschläuche lassen wir weg bei Fahrdienst. Das Ding ist auf der ersten und vierten Achse angetrieben mit Haftreifen und die zwei mittleren Achsen sind federnd gelagert und haben auch Seitenspiel. Wie sich das dann auf der Anlage im Fahrbetrieb bemerkbar macht, das werden wir sehen. Und die Lok dazu. Gucken wir uns dann aber auf der Anlage noch mal ein bisschen besser an. Wenn Licht ist, heute hat es nämlich mal geregnet. Oh Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Deswegen ist wenig Licht. Deswegen mache ich das jetzt mal hier ganz kurz. Und dann, die Leiter, die wackelt schon wieder. Die habe ich geklipst oder geleimt. Der ist wie geklipst. Oh, okay. Naja, das ist nicht die typische 52. Und dann bastel ich das mal schön langsam zusammen. Ja. Ist jetzt ein bisschen anders. Die Kupplung. Da muss man wieder aufpassen. Ja. Da muss ich wieder die Zunge gerade reinnehmen. Und dann, wenn es fährt, zeige ich euch das auf der Anlage. Ja, der Kesselwagen ist ja Maxfeld, kann man keinem aussprechen, Spramax. Eberfeld. Naja, eine alte Firma. Den hänge ich einmal mit rein, aber dann kommt er in den Museumszug. Also dann, guck, bis zum Fahren verabschiede ich mich ganz kurz. Okay. Ja, und diese Woche kam noch ein Paket mit einem für mich neuen Hersteller. Also in meiner Sammlung gab es den vorher noch nicht. NPE. Ich zeige euch hier mal die Schachteln. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass es überhaupt mal noch zur Auslieferung kommt. Weil die zwei Wagen haben mir schon gefallen. Das sind die Silo-Wagen. Waren zwar recht selten, aber optisch sind die schon mal der Hingucker. Und ja, da ging es ja schon im Vorfeld los, dass die sich nicht kuppeln ließen. Und die Firma Riva hat das gleich so gemacht, dass die gar nicht ausgeliefert hat. Daraufhin hat NPE da Tauschpuffer denen geschickt und die sind jetzt beigelegt worden. Naja, das gucken wir uns dann mal auf der Anlage an. Erstmal ohne dem und ich gucke überhaupt erstmal rein in das Ding, wie es denn ausschaut. Aber wie gesagt, von der Verpackung her und so weiter, optisch sieht das schon mal alles ganz ansprechend aus. Ups, da lag es schon mal unten. Und ja, preislich geht es halt jetzt ja auch steil nach oben. Also hier, das sind die zwei, die es auch im Vorbild wirklich gab. Die anderen sind ja Varianten, die sind utopisch, Freelance. Naja, also so langsam werde ich mich da einschränken. Aber die Dinger hatte ich eben schon bestellt. Und einiges mehr, was in der Vorbestellliste ist, das ist ja nun schon manchmal 2-3 Jahre auf der Liste. Da bleibt es erstmal dabei, aber jetzt werde ich mir sehr genau überlegen, was noch dazu kommt. Was ich brauche, das kommt nicht, und was ich nicht unbedingt brauche, das
überlege ich mir dann halt. Wie gesagt, Thema sächsische Wagen wurde ja gespittelt schon wieder, weil ja die Preußen kommen. Ich hätte gerne Sachsen. Und ich bin der Meinung, dass es genauso viele Abnehmer für sächsische Personenwagen geben würde, wie zum Beispiel für die Langschwalbacher oder die Einheitsdurchgangswagen von Schirmer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Interesse geringer wäre. Aber na gut, jetzt geht das sowieso alles dem Ende entgegen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Gut, dann machen wir erstmal noch die Verpackung. Also stabile Schachtel und Kunststoffeinsatz. Und da liegt der Wagen drin. Also das ist alles ordentlich. Hier hängen noch ein paar Schläuche drin, aber die brauche ich nicht, sicherlich. Und ein Beutelomäus hier mit diesen Buffern. Dazu später mehr. So, okay. Aber jetzt stelle ich den auf die Anlage und da sieht man das dann besser. So, dann machen wir mal den Rolltest. So, ja, leichtes Gefälle, rollt gut. Und der zweite Kollege auch. Und jetzt gucke ich mir das mal an hier. Also wie gesagt, tatsächlich so. Heute wird es finster. So kuppelt das nicht. Ne, hier stößen die Puffer an. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich stößen kann, den anderen Wagen nennen, was dort passiert. Bleibt mir dort stehen. Und jetzt nehmen wir mal hier einen anderen Kollege. Ich muss ja mal hier was herlegen, dass das nicht abhält. Stehe ich nämlich immer am Licht, stelle mir hier das Stellwerk weg. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das funktioniert. Ist ziemlich eng. Ob das jetzt betriebssicher ist, probiere ich auch gar nicht erst aus. Oder wir könnten es mal ausprobieren. So, na gut, wir probieren das aus. Also wir zeigen, ich zeige euch aber jetzt erstmal den Wagen aus der Nähe. So, das sieht schön aus. Die Fachleute haben bemängelt, dass es unten rum will. Ja, die Bremsbacken. Naja, das ist nicht so besonders, aber ich sag mal, für unser einer, der auf der Modellbahn hantiert, guckt man eh hier aus einem Meter Entfernung schräg von oben. Die interessieren mich eigentlich, die Bremsbacken. Nur marginal. So, und den hänge ich jetzt mal an die andere Seite. Lassen wir den mal noch hier ins Bild. Sum, 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 sum. So würde ich hier alle Klotz anlegen, sonst halt alles ab. So, das ist Miratren. Miraten, Entschuldigung. Also optisch schon mal hingucken. Gefällt mir. So, jetzt kommt die Gruppen 6. Und dazu gibt es auch ein bisschen was zu berichten. So, jetzt wollte ich das eigentlich mal noch zeigen, ob das auch funktioniert durch Kurven. Aber hier ist schon einmal mit der Pico 106 Feierabend. Also auch wieder einen Wagen dazwischen basteln. Der hängt. Und da frage ich mich natürlich immer, haben die Leute dort in der Firma, in der Konstruktion, niemanden, der mal drei Wagen zusammenhängt und die mal auf irgendeinen Testkreis fahren lässt? Das ist mir immer schleierhaft. So, und jetzt fahren wir da nämlich mal hier
durch die Gleisverbindung. Da geht es mal ein bisschen rum und nimm. Und da werden wir mal schauen. Gut, das funktioniert auch. Also Fazit, braucht immer einen Wagen dazwischen, dann kann man die Puffer so lassen, wie sie sind. Läuft. Normal. Läuft also geschoben wie gezogen. Oh, sieht gut aus. Gut, wisst ihr's. Wenn er ein Baum dazwischen hängt, könnt ihr es lassen, wie es ist. Werde ich wahrscheinlich auch so machen. So, guten Tag. Das ist die 52-66-66 mit Steifrahmentender, ein Tillig Club Modell. Und diese Maschine hat es im Original in der Epoch 3 so in der Kombination nicht gegeben, sondern nur als Museumslok 1990 rum, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Ich blabber es auch bloß nach. So, dazu gibt es Folgendes zu sagen. Hier hat man eine neue Lok-Tender-Kupplung entwickelt, wegen der Digitalbahner. Ich sage ja immer, je mehr solches technisches Zeug hineinkommt, umso bekloppter wird es. Das ist so ein Friemelfummel, das kleine Ding. Da hast du wirklich Angst, wenn du hier das Ding mal anpackst, dass das alles zerstört wird. Also ist ein ganz kleiner, naja, die elektrische Schnittstelle und dann so ein kleiner Pippus, der da zusammenschnappt und da soll das halten. Also umgedreht würde ich ja keinen Zug anhängen, wenn die Zugkraft praktisch auf dem Tender ist und dann zieht es die auseinander. Meine Meinung. Also ich habe das bloß mal so erst zusammen gehabt, da ist mir laufend der Tender abgekoppelt. Also ich musste wirklich auf den Kopf schlägen und das genau angucken, dass es wirklich hineinschnackselt. Ja, naja, also zugerüstet habe ich sie noch nicht. Dann war das nächste. Ihr seht ja, jetzt fährt sie schön langsam. Ne? Und ich habe die erst einfahren lassen. Fuhr sie auch schön leise, war ich voll begeistert. Und dann wollte ich ein bisschen langsam fahren. Und dann ging das wie ein bockischer Ziegenbock. Und dann habe ich gedacht, na, was machst du nun? Musst du mal gucken, was da los ist. Dann habe ich das Ding mal angeliftet und mal frei drehen lassen. Und da hat es da drinnen geklappert, als wenn da sämtliche Teile lose drin liegen. Und das habe ich dann mal 2-3 Minuten gemacht und ein bisschen geschüttelt und auf einmal gab es einen Knall gab es nicht, aber auf einmal war es weg. Und seitdem läuft sie wunderbar. Also irgendwas war nicht richtig drin. Entweder durch den Transport was rausgeschüttelt oder nicht richtig montiert, egal. Jetzt fährt sie, wunderbar. Ups, seht ihr, ja, schön langsam. Und vor allen Dingen ist die Zugkraft von diesem Tender sehr gut. Also für meine Verhältnisse sicher reicht das vollkommen aus. Und wie gesagt, weil das ein Museumslook ist, habe ich jetzt die Altenberger Wagen angehängt, weil die erst reparierte 84 schon wieder kaputt ist. Genau dasselbe Trauma wieder. Also da muss ich natürlich mal was einfallen lassen. So, naja, und jedenfalls das zieht er wunderbar. Und hinten dran ist jetzt noch der Tillich Club Kesselwagen. Den zeige ich euch jetzt auch noch in der Aufnahme. Und der rollt auch wie von alleine. Und da werde ich jetzt mal die anderen noch mit hinten anhängen. Ob ich mich getraue. Wenn es dann irgendwie unterwegs überpuffert, dann habe ich natürlich einen Dreck. Aber ich probiere es.
hört sich alles noch gut an. Also ich bin hier auf dem größten Kreis, größten Radius. Ja. Also da sind zum Beispiel andere Wagen, die mit Überbuffern Probleme hatten, schon entgleist. Wenn man hier einen Dillig-Wagen oder was anderes dazwischen hängt, scheint es mit den Buffern nicht so schlimm zu sein. Also gut. Ja, läuft. Und dann kommen wir gleich noch zum nächsten Problem von der 62. So, jetzt können Sie eine Etage höher wieder an. Also wie gesagt, den Zug zieht jetzt hier. Ich habe ja nur hier ganz langsame Füllung bloß gehabt. Alter, denn der zieht super. Das muss ich mal sagen. Im Gegensatz zu der normalen 52. Ja, was haben wir nun noch? Was ist mir noch aufgefallen? Jetzt auf dem Kreis, wo sie jetzt fährt, fährt sie wunderbar. Stelle ich die Weiche andersrum, macht sie bei jeder fünften Runde mit dem Vorläufer einen Kurzschluss. Und wenn ich sie auf dem inneren Kreis fahren lasse, da ist eine Bogenweiche, da entgleist der Vorläufer. So, das ist schon wieder das nächste Problem. Werde ich aber irgendwie mal versuchen, die Spur vorne zu ändern oder zu messen. Oder mit solchen Sachen habe ich mich bis jetzt noch nicht befasst, weil eigentlich ich der Meinung bin, wenn ich sowas kaufe, dass das funktionieren muss. Deswegen werde ich erstmal hier auf diesem Kreis weiterfahren. Und so ist alles gut. Das mache ich mal irgendwann mal im Winter. Dann brauche ich ja so eine, brauche ich mir vielleicht mal so eine Lehre und so ein Ding zulegen, wo man das aufpresst oder abpresst. So, stellen wir das Häsel wieder hin, drehen wir da eine Runde und ich hoffe, ich habe euch da jetzt die Grundinformationen gegeben. Ja, ihr seht, wie schön die fährt. Und das mit dem Vorläufer, das werden wir irgendwie noch auf der Reihe kriegen. Ja, mit der Kupplung. Naja, also Vorsicht, ich habe halt bloß Angst, wenn da mal ein Unglück passiert und das ganze Ding würde umfallen und kippt seitlich um, dass die ganze Aufnahme dann im Arsch ist. Aber ich hoffe, Sie werden sich was dabei gedacht haben. Und ich fahre jetzt hier immer mit 50% Spannung. Also schön langsam und es gibt keinen Geschwindigkeitsverlust und auch keine Beschleunigung bergab. Das ist immer das, was ich sage. Und die Kesselwagen, also besser gesagt Behälterwagen, fahren so mit dazwischen gehängten Dillig-Wagen auch gut. Und ich fahre analog und man sieht ja, es geht. Muss man ja immer Leute einreden, dass das nicht geht, weil ihr bei der 118 vom Dillig das Egenbike nicht so rast und rauf. Nee, das liegt am Getriebe. Und hier läuft der Laden wunderbar und ich hoffe, das war einmal eine kleine Unterhaltung im Sommerloch der Modelleisenbahn. Also macht's gut, euer Tag oder Ari. Fazit, kleine Sachen sind immer dran und im Großen und Ganzen ist es in Ordnung. Tschüss.